liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute wieder bei Sabine Lienig TV. Und ich freue mich immer, wenn ich auch mal Ärzte in der Sendung habe. Und heute habe ich wieder einen Arzt, einen sehr bekannten Arzt, Bestsellerautor, Herr Dr. Gerd Reuter. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Reuter. Schön, dass Sie in meine Sendung gekommen sind. Hallo, Frau Lienig. Ich habe ganz viele Fragen, wie Sie sich vorstellen können. Dann legen Sie doch mal los. Also, als erstes weiß ich ja von Ihnen schon, dass Sie seit 35 Jahren Arzt sind und 30 Jahre tätig waren, also seit 5 Jahren, seitdem Sie Ihren Bestseller, der betrogene Patient, geschrieben haben, sich zurückgezogen haben. Das ist so richtig, ne? Ja, ich habe mich schon vorher zurückgezogen, damit ich ihn schreiben konnte, weil als Vorbereitung für das Buch, da waren schon 2 Jahre notwendig. Da muss man ja sorgfältig, aufwendig recherchieren, denn wenn man etwas kritisiert, dann muss es auch wasserdicht sein. Ja, richtig. Das haben Sie ja ganz toll gemacht. Und für mich als Heilpraktikerin, viele wissen ja auch, dass ich den Beruf Heilpraktikerin ausübe, ist es ganz wichtig, mit Ärzten zu sprechen, die dieses System kritisieren. Denn wenn ich es kritisiere in meinen Praxen, dann heißt es, oh, Sie sind ja Heilpraktikerin, können mir ja viel erzählen, glaube ich nicht, haben Sie Beweise und, und. Deswegen möchte ich mit Ihnen über so einen Querschnitt sprechen heute, über Medikamente, über die Zeit, die Patienten beim Arzt haben, über Operationen, über alles Mögliche sprechen. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Als erstes interessiert mich mal Ihre Meinung zu Medikamenten an sich, chemische Medikamente, die die Patienten ja leider immer mehr bekommen. Ja, also es werden entschieden zu viele Medikamente eingenommen. Es sind tatsächlich die wenigsten Medikamente, die überhaupt einen Sinn machen. Mhm. Und es ist interessanterweise, wenn man in der Medizingeschichte zurückschaut, immer so gewesen. Das Vorbild für mein jetziges Buch, was ich geschrieben habe, Die Kunst, möglichst lange zu leben, das war ja 222 Jahre her von Christoph Wilhelm Hufeland. Und der hat im Jahr 1796 schon geschrieben, 3 von 273 Behandlungen haben Wirksamkeit. Mhm. Die anderen 270 Behandlungen sind unwirksam. Und wenn wir heute anschauen, es gibt in Deutschland etwa 100.000 verkehrsfähige Arzneimittel. Und die nicht gerade industriefeindliche Weltgesundheitsorganisation hat in einer Liste der essentiellen Medikamente gerade mal 432 von 100.000 aufgelistet. Also von daher ist der Prozentsatz gegenüber Hufelands Zeiten auch nicht angewachsen. Ja, aber das ist ja unglaublich viel, was die Leute heute einnehmen, weil das ja alles so spezialisiert ist. Ja. Ne? Etwas gegen hohen Blutdruck, ein Mittel, hoher Cholesterinspiegel, Herzprobleme und. Und diese Nebenwirkungen sind natürlich extrem, das sage ich auch oft meinen Patienten. Und ich finde, also was ich nicht mache als Heilpraktikerin natürlich, dass ich sage, nehmen Sie nichts mehr, das darf ich natürlich auch gar nicht. Aber zum Beispiel gegen ein Mittel oder gegen, sagen wir, diese Cholesterinsenker, da sage ich immer, die braucht eigentlich kein Mensch. Stimmt das? So ist es. Es gibt ganz exotische einzelne genetische Erkrankungen, die zu einem wirklich sehr hohen Cholesterinwert im Blut führen, da kann man sagen, da kann es durchaus sinnvoll sein, sowas einzunehmen, aber das sind wirklich ganz exotische Einzelfälle. Ist Cholesterinerhöhung als Volkskrankheit eine Erfindung unserer Tage. Ja. Und da kann ich Ihnen nur zustimmen, Cholesterinsenker braucht niemand. Warum? Weil Cholesterin hat mit Gefäßverschlüssen beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall gar nichts zu tun. Die Hälfte der Patienten, die solche Ereignisse erleiden, die haben nämlich gar kein erhöhtes Cholesterin. Oder man senkt diesen Wert noch weiter ab, dann sind aber plötzlich 90-95% der Bevölkerung krank. Das kann eben auch nicht sein. Das habe ich auch festgestellt. Das ist also früher so von 300 bis 400 konnte man den Wert haben, dann lag es auf 200. Ja. Mittlerweile ist es dann unter 100, was ich sogar gefährlich sehe, weil wir brauchen Cholesterin für viele Sachen in unserem Körper, vor allen Dingen auch zum Denken. So ist es. Ja, und der größte Cholesterinverbraucher bei uns ist das Gehirn, das zentrale Nervensystem. Und wenn man jetzt Medikamente nimmt, die in die Synthese dieses Cholesterinstoffwechsels eingreifen, dann ist es eigentlich nur zu logisch, dass dies im chronischen Verlauf bei einer Behandlung über Jahre auch den Cholesterinstoffwechsel beeinträchtigt. Und beim Gehirn, warum soll da keine Demenz daraus resultieren? Und da gibt es sogar einige Arbeiten, die Indizien dafür gefunden haben wollen. Und
ich würde das nicht ausschließen. Und vor allem, wenn eben solche Effekte erst nach 20 Jahren eintreten, was wollen Sie dann machen? Dann haben Sie 20 Jahre lang diesen Cholesterinsenker genommen und Sie können die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Also Sie meinen auch, ne, dass das damit zu tun hat, also dieser Anstieg der Alzheimer- und Demenzerkrankungen. Kann etwas damit zu tun haben, das will ich jetzt nicht behaupten, es so ist. Mhm. Aber umgekehrt ist es so, es wäre ja nur zu rechtfertigen, so ein Risiko einzugehen, wenn man auf der anderen Seite wirklich sagen könnte, wir haben sichere Effekte, um jetzt Schlaganfall und Herzinfarkt zu reduzieren. Und da gibt es ja ganz gute Studien, die sagen, dass 100 Leute, die so einen Cholesterinsenker einnehmen, einer davon vielleicht profitiert und die anderen 99 eben nicht. Welche Studien sind das? Würde mich jetzt interessieren. Ja, das sind Studien, die Sie bei mir auch im Literaturverzeichnis nachschauen können, sowohl betrogener Patient als auch jetzt im neuen Buch. Mhm. Und die anderen 99, die profitieren nicht, werden aber natürlich selbstverständlich, wenn schädliche Nebenwirkungen auftreten, auch diese erleben. Ja. Und da stimmt einfach die Relation nicht. Und dann kommt ja noch dazu, dass eben die ganzen Studien in der Medizin im Wesentlichen auf der Einnahme eines einzelnen Präparates beruhen. Die realistische Situation bei uns ist ja aber heute, dass die Menschen 6, 8, 10, 12 Präparate einnehmen. Ja. Und für mehr als 3 Medikamente gibt es überhaupt keine Studien. Das heißt, sobald ein Patient 4 Medikamente in seinem Medikationsplan drin hat, ist die Therapie schon nicht mehr evidenzbasiert nach Schulmedizin, weil das ist ja nie gesichert worden, dass dieses Medikament als 4. Medikament auch überhaupt den erwünschten Effekt noch hat. Ich habe durchaus Patienten, die 16 Medikamente am Tag einnehmen von ihrem Arzt, wo ich dann sage, ja, was essen Sie denn noch? Da sind Sie ja schon satt von mir. Das ist ja so. Ist richtig. Und deswegen finde ich es ja so toll, dass Sie heute hier sind, dass Sie meine Meinung da auch bestätigen, weil es wird eben doch nicht immer so geglaubt, den Naturheilkundlern, wenn wir sagen, dass das nicht gut ist. Eine andere Nebenwirkung von Cholesterinsenkern ist zum Beispiel auch Impotenz, das haben wir auch festgestellt. Also es ist wirklich nicht gut. Oder auch Muskelschmerzen. Die sind ja auch viel häufiger und da sieht man auch wieder, wie wenig die wissenschaftliche Medizin oft wert ist. Wenn Sie nachschauen, dann haben Cholesterinsenker nach wissenschaftlichen Studien eine Rate von Muskelschmerzen von etwa 5%. Mhm. Wenn Sie aber in der wirklichen Praxis nachschauen, dann liegt die Rate bei 30-50%. Und das ist ja dann wieder extrem schädlich, weil wer Muskelschmerzen hat, das ist ja so eine Art Muskelkater, was jemand verspürt, dann bewegt er sich weniger. Und wenn er sich weniger bewegt, dann schädigt er sich eigentlich selbst dadurch mehr. Und von daher kann dann indirekt der negative Effekt dieser Cholesterinsenker noch viel größer sein. Wie sehen Sie das Ganze bei Blutdruckmitteln? Ich meine, wenn der Blutdruck sehr hoch ist, ist es doch durchaus sinnvoll, das zu nehmen, damit jetzt eben kein Schlaganfall passiert oder sowas, wenn der Druck jetzt immens hoch ist. Bei einigen ist es wenn das wirklich längere Zeit dauerhaft sehr hoch ist, dann sollte man sicherlich am Blutdruck etwas tun. Wobei man sich natürlich auch da immer klar sein muss, dass alle blutdrucksenkenden Medikamente keine heilenden Medikamente sind, sondern nur symptomatisch. Richtig. Nur die meisten Blutdruckbehandlungen, die werden ja nicht gemacht, weil jemand ständig einen Blutdruck von 170 oder 180 hätte, sondern das sind Leute, die mal gelegentlich bei 150, 160 gewesen sind, zwischendurch vielleicht wieder normal. Und einmal die Blutdruckbehandlung begonnen, wird sie nicht mehr abgesetzt. Und daher ist es so, dass eben viel zu viele Menschen Blutdruckmedikamente einnehmen. Es hat schon in den 1990er Jahren mal eine Studie gegeben, die einfach mal die Blutdrucksenker abgesetzt hat. Mhm. Und 20% derjenigen, bei denen es abgesetzt wurde, die hatten danach keinen erhöhten Blutdruck. Das heißt also 20% sind schon mal mindestens völlig überbehandelt worden. Und Blutdrucksenker sind ja genauso wie Cholesterinsenker eben keine Medikamente, wo man sagen muss, ja, die Nebenwirkungen spielen keine Rolle. Nein, die spielen eine Rolle. Bei den Blutdrucksenkern ist es so, das ist die häufigste Ursache, die mit dazu beihilft, dass alte Menschen stürzen. Ne? Das Sturzrisiko steigt um etwa 40%. Klar, wenn Sie den Blutdruck absenken, dann reicht das in manchen Situationen nicht, um das Gehirn adäquat zu versorgen. Mhm. Und dann wird jemand schwindelig, stürzt, dann hat er eine Schenkelhalsfraktur, kriegt vielleicht eine Lungenentzündung in der Klinik und dann ist das schließlich eigentlich die Ursache für den Tod. Ja, dass diese Kausalkette niemand so aufschreibt. Mhm. Und wie ist das bei Beta-Blockern? Die sind ja noch stärker. Also ich habe das mal so ein bisschen mir angeschaut. Man sieht ja, dass diese Leitung vom Herzen wird es ja
weggeleitet, jetzt auch auf die Niere. Wird man dadurch auch künstlich nierenkrank gemacht, wenn man Beta-Blocker nimmt? Ja, das kann also durchaus passieren, nicht nur bei Beta-Blockern, sondern überhaupt bei Blutdrucksenkern. Mhm. Man hat ja festgestellt, wenn man den Blutdruck jetzt sehr aggressiv auf zum Beispiel 120 mm Quecksilbersäule absenkt, dass tatsächlich Schlaganfälle und Herzinfarkte weniger werden. Mhm. Aber die Sterblichkeit steigt durch andere Erkrankungen, nämlich eben zum Beispiel durch Nierenversagen, durch Elektrolytstörungen, durch Stürze und so weiter. Das heißt, man wechselt nur die Todesart und die ist oft gar nicht angenehmer. Und deswegen ist das sehr bedenklich. Und bei den Beta-Blockern, die machen ja letzten Endes eine Art künstliche Herzschwäche. Ja, genau. Kann also sein, dass eben vermehrt Gewebewasser eingelagert wird, dass eben zum Beispiel die Nierendurchblutung auch ein bisschen schlechter ist. Also all diese Medikamente bestenfalls bei bestimmten Krankheitsphasen für eine zeitlich beschränkte Zeit einnehmen, aber nicht, wie das jetzt üblich ist, einmal ansetzen und als Dauertherapie. Und dann passiert eben das, worauf Sie schon hingewiesen haben. Einmal wird dieses angesetzt, einmal jenes und plötzlich mit 80 Jahren hat jemand mehr als 10 Medikamente, die er brav einnimmt und hat eigentlich eine Chemieküche im Bauch. Richtig, genau. Und was halten Sie von den sogenannten Blutverdünnern, die ja eigentlich ja nur Gerinnungsmittel sind? Sind die wichtig, die immer einzunehmen? Sagen ja auch viele Ärzte, dass man es immer einnehmen sollte. Das ist sozusagen, und die neue Art, die neuen, die schlimmen, die jetzt gerade auf den Markt gekommen sind, die starke Blutungen machen das auch nicht so gut. Ne? Nein, das ist eigentlich sozusagen die dritte Säule der überflüssigen Medikamente nach Cholesterin und Blutdrucksenkern. Mhm. Eben, dass es eine Volkskrankheit wäre, dass das Blut zu schnell gerinnt. Die Gerinnung unseres Blutes ist etwas, was genauso wie im Tierreich jetzt wirklich über Jahrmillionen evolutionär als optimal eingestellt worden ist. Wieso das plötzlich jetzt in unserer Zeit nicht mehr passen soll, ist ja auch wirklich nicht plausibel. Also das sind schon eher andere Einflüsse, die dann eben beispielsweise solche Arterienverstopfungen machen. Und da kann die Lösung nicht sein, dass man dann die Gerinnung herabsenkt, sondern man muss dann eigentlich die wirklichen Ursachen finden. Das wäre viel wichtiger, als die Gerinnung abzusenken, denn das Absenken der Gerinnung hat ja immer das Risiko, dass es zu tödlichen Blutungen auch bei kleinen Verletzungen oder sogar spontan kommt. Und das gerade bei alten Menschen. Also als ich in die Medizin in den 1980er Jahren eingetreten bin, da hat es noch geheißen, bei Menschen über 65 Lebensjahren keine Blutverdünner mehr geben, weil das Sturzrisiko in dem Alter zu hoch ist. Aber Sie wissen ja, was heute passiert. Heute, auch beim 90-Jährigen ist eine Blutverdünnung keine Kontraindikation mehr. Ja. Aber man listet eben nicht wirklich mal auf, wie viele blutungsbedingten Komplikationen tatsächlich auftreten. Und ich sage Ihnen mal eine Zahl. Patienten über 70 Jahre, die in der Notaufnahme akut eingeliefert werden und dann zu Tode kommen, sterben in etwa 25-30% der Fälle an Blutungen aus dem oberen Magen-Darm-Trakt. Kombination Blutgerinnungshemmer mit Schmerzmitteln. 25-30% sterben daran. Das ist echt wirklich sehr, sehr viel. Also wir reden hier nicht über Einzelfälle. Mhm. Welches Medikament oder welche Medikamentengruppe würden Sie denn überhaupt empfehlen? Weil einige sind ja vielleicht doch ganz nützlich. Also grundsätzlich zur Dauereinnahme eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Gar nichts. Also es gehört eigentlich zum normalen Esstisch, dass dann schmackhaftes Essen draufsteht und sonst gar nichts. Also ich sag mal so, ich finde es schon so richtig appetitverzehrend, wenn Sie einen Tisch sehen und da steht diese Medikamentenbox. Ja. Und jemand erst mal sagen muss, Moment, bevor ich anfange, nehme ich mal die rote, dann kann ich vielleicht ein bisschen was essen. 10 Minuten nach dem Teller, dann sollte ich mal die grüne einwerfen, dann was trinken und eine halbe Stunde nach dem Essen nochmal die gelbe. Das macht das Leben furchtbar anstrengend und das wirkt sich ja dadurch aus, dass man keine Freude mehr dran hat. Ein gutes Essen sollte auch ein bisschen fest sein, aber mit so einer Medikamentenschachtel, da wird alles irgendwie zur Qual, da ist nichts mehr ein Fest. Und ohne diese Glücksgefühle werden wir kränker. Es gibt da diesen alten Spruch eines englischen Arztes aus dem 17. Jahrhundert, der gesagt hat, dass die Ankunft eines Spaßmachers in einer Stadt wichtiger für die Gesundheit ist als die Ankunft von 20 mit Medikamenten beladenen Eseln. Ach ja, das ist ja schon ein toller Heute Aussage. Heute sind es keine Esel mehr, sondern Gigaliner, die die Medikamente bringen. Aber im Prinzip läuft das auf das Gleiche heraus. Ja, gut, aber es gibt ja auch in manchen Kliniken Clowns, ne? Gerade so in der Kinderstation. Ja, das ist ja etwas, Sinn. Was eben nochmal zeigt, dass ja durch unsere Verhaltensweisen intern Stoffe freigesetzt werden. Also bekannt sind ja diese Endorphine als schmerzstillende Medikamente, die effektiver sind als Schmerzmedikamente, die man kaufen kann und eben andere Hormone, die bei Glücksgefühlen auftreten,
Gegenständen, die unseren Stoffwechsel beeinflussen. Das ist ja alles auch Chemie, aber eben natürliche Chemie, die wir in uns haben. Jetzt habe ich mal eine Frage. Als Sie tätig waren, haben Sie da auch wenig verschrieben, gar nichts verschrieben? Oder haben Sie normal, wie jeder andere Arzt, verschrieben? Nee, würde ich jetzt auch mal interessieren. Ich habe gar nichts verschrieben, weil ich Radiologe war. Und als Radiologe ist man nicht in der medikamentösen Behandlung tätig. Ich hätte auch nicht 30 Jahre in der Medizin durchgehalten, wenn ich Medikamente hätte verschreiben müssen, muss ich Ihnen ganz klar sagen. Also es war nur auf dieser Insel der Radiologie möglich, dass ich überhaupt so lange den Beruf gemacht habe. Ja, das finde ich jetzt eine tolle Aussage über die Medikamente. Das hat mich ja auch schon immer interessiert. Was mich auch interessiert, wie sieht so in den Kliniken heute aus? Also man weiß ja, es wird viel zu viel operiert. Was ist mit den Krankenhauskeimen und so weiter und so weiter. Was Sie in Ihrem Buch ja auch geschrieben haben, Sie haben ja auch Vorschläge gemacht, wie man das ändern kann. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Aber das würde mich jetzt auch nochmal aus Ihrem Munde so interessieren. Wie sehen Sie das, wie das heutige Klinikgeschäft? Ja, sag ich mal auch Geschäft. Ja, dadurch, dass es immer mehr zum Geschäft wird, ist es eigentlich schon klar, dass es immer weniger um Gesundheit geht, auch wenn dann in den Werbebroschüren der Krankenhäuser mal groß drinsteht, der Patient zuerst, aber das, wo es groß draufgeschrieben werden muss, das findet ja eben schon nicht mehr statt. Und es geht ja schon grundsätzlich los, dass die ganzen Krankenhäuser heute alle viel zu groß sind. Es sind ja richtige Krankenfabriken, die drin sind und die eben tatsächlich auch Krankheit produzieren. Sie haben das ja mit den Klinikkeimen schon angedeutet. Wir haben etwa in Deutschland pro Jahr so vielleicht 20.000, 25.000 Infektionen, die bei uns im Alltag auftreten. So, aber etwa 35.000, 40.000 Infektionen, die in den Kliniken auftreten. Das heißt also, der Risikobereich Klinik ist gegeben. Und je größer die Klinik ist und je häufiger wir in der Klinik sind, umso mehr sind wir diesen Risiken ausgesetzt. Es ist also schon mal gar nicht gut, kranke Menschen zusammen möglichst in einem großen Haus zu kasernieren. Gar nicht davon zu reden, die Klimaanlagenprobleme und all das, was damit auftritt. Also das heißt, diese Kasernierung von Kranken hat da ein Problem. Sie hat auch ein Problem damit, dass wenn Sie in das Krankenhaus gehen und sind jetzt kein Notfall, wird ja trotzdem von Ihnen erwartet, dass Sie da oben mit Ihrem Köfferchen da aufs Zimmer gehen und legen sich ins Bett und werden dann halt mal abgerufen für bestimmte Untersuchungen. Bettruhe ist für viele Erkrankungen auch gar nicht hilfreich, sondern schlechter als Bewegung. Man soll sich eigentlich nur hinlegen und ins Bett, wenn man sich wirklich so schlecht fühlt. Dann ist Bettruhe gut, aber bei vielen anderen Erkrankungen soll man möglichst schnell belasten. Auch zum Beispiel, wenn Sie einen Bänderriss haben, sagt man auch, Extremität muss ruhig gestellt werden und ausheilen. Nein, da hat man mal Studien gemacht. Die einen hat man sofort belasten lassen, die anderen hat man ruhig gestellt und diejenigen, die belastet haben, sind schneller gesund geworden. Ich glaube, das hat aber ein bisschen mit der Psychologie zu tun. Ne? Dass die hat mit der Psychologie zwar auch ein bisschen was, aber natürlich auch damit, wenn man sich bewegt, hat man grundsätzlich eine bessere Durchblutung. Und Durchblutung steigert einfach die Heilungsvorgänge. Das heißt, für viele Dinge ist eben schon mal die ganze Struktur Krankenhaus. In der Richtung schlecht, also Keime und Bettruhe. Und auf der anderen Seite kommt eben dazu, dass dann selbst bei Krankenhäusern, die früher mal einen Klinikgarten hatten, der ist inzwischen zugebaut worden, da gibt es Parkplätze und neue OPs. Also das heißt, in Grün mal ein paar Schritte spazieren gehen ist überhaupt nicht mehr möglich. Und dann sind eben die Kliniken durchgängig alle wirklich nur schulmedizinisch ausgerichtet. Es gibt ja kaum Kliniken, die eben mal andere Behandlungsalternativen einfach mal mit einbeziehen. Und da komme ich wieder ein bisschen zurück auf den Herrn Hufeland als Vorbild für jetzt mein zweites Buch, der ja noch gerne als Namenspatron für Kliniken verwendet wird. Das nennt sich dann Hufeland Klinik. Und viele Menschen glauben dann, ja, Hufeland war ja skeptisch mit der Medizin, hatte viel auch für natürliche Verfahren übrig, dann wird das in dieser Klinik auch stattfinden. Nee, das ist nur ein Name. Ja, es ist ganz normale Schulmedizin, die in einer Hufeland Klinik abläuft. Also Sie würden das gut finden, wenn man auch so naturheilkundliche Dinge anbieten würde in der Klinik. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt schon einige, aber die sind dann privat, sehr teuer, da könnte ich jetzt auch ein paar Namen nennen. Also für viele Menschen unerreichbar, ne? Weil das dann sehr, sehr teuer wird. Die müssen dann die Klinikleistungen bezahlen plus die naturheilkundlichen Dinge. Aber es wäre natürlich immer mal eine schöne Sache. Mit den Keimen, das kann auch wirklich daran liegen, dass einfach auch von der Hygiene her nicht so toll ist. Ne? Ich war also neulich, musste meine kleine Tochter, meine jüngste Tochter musste ins Krankenhaus und im Notfall ist das ja wirklich fantastisch, möchte ich jetzt nichts gegen sagen, auch Unfallchirurgie und Chirurgie, es ist ja ganz wichtig. Und es war Verdacht auf Appendizitis, also Blinddarm.
Und wir saßen da eben in der Notaufnahme und ich schaute mich so um und ich habe mich da wirklich echt gegruselt, wie es da aussah. Also der Mülleimer war voll mit, was weiß ich, Blutabfällen, Eiter und alles Mögliche. Da habe ich mir auch gedacht, ne, in unseren Praxen, wir haben so große Mülleimer, die man schließen kann. Ja, da fängt es doch schon an. Da habe ich gedacht, und dann sitzen wir hier, wer weiß, was wir alles gerade einatmen. Ne? Das ist mir auch sehr aufgefallen. Das ist absolut richtig. Also es ist eben, was ich da an den Häusern heute kritisiere. Früher waren das ja Pavillonsysteme. Ne? Das heißt also ein Ensemble von kleineren Gebäuden getrennt durch Grün. Mhm. Und das haben alte historische Krankenhausanlagen nicht nur aus optischen Gründen gemacht, sondern die Architekten haben das damals sehr bewusst eingesetzt, weil sie gesagt haben, je mehr Kranke in einem Gebäude drin sind, umso größer sind die Risiken von Keimansammlungen und eben Ansteckungsgefahren. Und zwischendrin muss einfach möglichst viel frische Luft sein. Aber da hat man gesagt, nein, da müssen Kranke heute über den Hof transportiert werden. Man braucht teuer irgendwelche Transportpfleger, also wer macht ein Zentralgebäude? Also da fängt schon mal an. Und der andere Punkt, auf den Sie hinweisen mit der Verschmutzung, der hat sich aus meiner Sicht eben auch verschärft, weil eigentlich sagt man natürlich, in der Klinik ist der Hygiene eine Kernkompetenz. Aber was macht heute eine Klinik, ob nun privat oder öffentlich geführt? Sie macht ein Outsourcing für viele Dienstleistungen. Das Essen ist nicht so wichtig, das kann man einem Caterer outsourcen. Mhm. Und die Hygiene, ob nun Sterilisation oder eben auch den Reinigungsdienst, den kann man auch an den günstigsten Anbieter outsourcen. Und wenn der günstigste Anbieter das halt nicht sehr sorgfältig macht, aber günstig ist, dann hat er trotzdem den Auftrag und behält diesen Auftrag meistens. Und meine Erfahrung über 30 Jahre Medizin ist auch, dass eben gerade durch solche Effekte die ganz sichtbare Reinlichkeit in den Krankenhäusern abgenommen hat. Und Operationen, also es wird zu schnell operiert und zu viel. Ne? Kann ich jetzt auch noch mal auf meine Tochter zurückkommen? Also ich meinte nicht, dass sie eine Blinddarmentzündung hat. Ich hatte ihren Bauch abgetastet, sie hatte Fieber. Das kann auch eine Harnwegsinfektion oder irgend sowas sein. Ne? So, und sie ist privat versichert. Das ist ein Risikofaktor. Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Und sie ist eben jung und hatte auch Angst gehabt und dann gesagt, ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir den heute Nacht noch rausnehmen. Ja, wir können nicht sagen, ob es das wirklich ist. Es kann sein, wir nehmen ihn raus und dann war es das nicht. Aber wir sollten ihn lieber rausnehmen. Und meine Tochter hat Angst bekommen, hat dann nicht auf mich gehört in dem Fall. Sag ich, okay, dann mach das. Und es wurde ihr der Blinddarm entfernt und siehe da, es war eine Harnwegsinfektion. Und es ist vor dieser Operation keine Ultraschalluntersuchung möglicherweise gemacht worden, auch keine Computertomographie. Denn das ist ja der Unterschied gegenüber früheren Zeiten, wo die Diagnose einer Blinddarmentzündung immer mit einer gewissen Unsicherheit und auch dem Risiko war, falls sie doch schlimmer ist und man würde etwas zu spät operieren, dass das vielleicht ein Versäumnis wäre. Heute gibt es das ja nicht mehr. Wir haben heute bildgebende Verfahren. Ich habe schließlich mal 30 Jahre lang Radiologie gemacht, mit denen man sehr, sehr präzise das Ausmaß einer Entzündung vorhersagen kann. Ach so, das hätte man genau sehen. Und wenn man können. Das hat, dann kann man sehr gut entscheiden, man sieht keine Entzündungszeichen, dann kann es überhaupt nicht schlimm sein, man sieht ein bisschen Entzündungszeichen. Das weiß man, dass man das heute alles mit Bettruhe und auch gegebenenfalls Antibiotika ausheilen kann und dass nur in Fällen, die stärker ausgeprägt sind, die Operation Sinn macht. Ich sage Ihnen auch, dass etwa 80% der sogenannten Blinddarmoperationen überflüssig sind. 80%? Ja, in anderen Ländern hat man nämlich zum Beispiel Studien gemacht, hat man wirklich Patienten mit dieser Symptomatik reinkommen lassen, hat die einen in die Operationsgruppe gesteckt, die anderen hat man konservativ behandelt. Mhm. Und was kam raus? Nur einer von vier musste wirklich operiert werden, innerhalb von einem Jahr. Die anderen drei waren auch nach einem Jahr später noch nicht operiert, die man konservativ behandelt hatte. Und das zeigt eben, dass viel zu viele Operationen gemacht werden. Aber wenn Sie wissen, dass im Operationskatalog für den Facharzt eines Chirurgen so und so viele Blinddarmoperationen drinstehen, dann müssen die natürlich absolviert werden. Ach so. Und es gilt ja eben als kleine Operation, die man mal so eben schnell nebenbei auch als junger Assistenzarzt machen kann, die auch durchaus lukrativ vergütet ist. Und dann ist natürlich die Risikobereitschaft relativ hoch. Auch in der Annahme, dass dieser Wurmfortsatz, den man da herausnimmt,
dass der ja ein Irrtum der Evolution ist, den man gar nicht braucht. Doch, und eigentlich das, schon, fürs Immunsystem. Ich ja, weiß, und das ja. ist eben falsch, weil das ist fürs Immunsystem wichtig und ja. auch als Rückzugsraum für Darmkeime zum Beispiel. Ne? Also wir haben ja Darmkeime und haben ja in den letzten Jahren jetzt, glaube ich, mal alle mitbekommen, wie wichtig die für unser Wohlbefinden sind. Und wenn wir jetzt irgendwie eine entzündliche Erkrankung haben, dann wissen wir, gibt es einen Durchfall und dann werden viele Darmkeime rausgeschwemmt und die Darmkeime müssen sich wieder neu aufbauen. Und ein Rückzugsraum, in dem sie drin überleben und sich dann wieder aufbauen können, ist dieser Wurmfortsatz. Ach, und diejenigen, die jetzt keinen Wurmfortsatz mehr haben, ja. die haben auch keinen Rückzugsraum für ihre Darmkeime mehr. Mhm. Das heißt, die haben viel schlechtere Chancen, nachher wieder eine normale Darmflora zu haben. Mhm. Und deswegen glaube ich, wenn man es mal konsequent untersucht, wird man feststellen, dass diejenigen, die im Kindesalter ihren Wurmfortsatz verloren haben, bestimmte Erkrankungen weit häufiger bekommen im späteren Leben als diejenigen, die den noch drin haben. Aber das müsste man erst mal untersuchen und das will man gar nicht. Das will man gar nicht. Das will man nicht wissen. Ach, das ist interessant mit den Darmkeimen. Ja, aber es ist eben das so, dieser Wurmfortsatz, den gibt es ja nicht nur bei Menschen, den gibt es auch bei Tieren. Und das ist kein Irrtum in der Biologie. Also praktisch alles, was wir haben, hat schon irgendwo seinen Sinn. Und das richtig, sollten wir auch nicht leichtfertig wegmachen, nur weil wir sagen, das lässt sich mit einem geringen Aufwand herausschneiden. Ja, ich wusste, dass es zum RES-System, ne, dieses retikuloendotheliale System, dieses tolle lange Wort, gehört. Auch die Mandeln gehören dazu, die werden ja auch häufig entfernt. Richtig, auch eine der überflüssigsten Operationen, ja, die wir haben. Denke ich, ja. Und furchtbar, ne, mit dieser Schlinge werden den Kindern da Mandeln entfernt. Ja, aber wenn die ganz zerklüftet sind, was halten Sie denn davon? Da müssen sie ja doch raus, weil irgendwie produzieren sie doch immer wieder Streptokokken und immer Nicht, weil also das wird einfach viel zu stark überschätzt. Also, dass dadurch Streptokokken und dann später der Nieren- und Herzschäden, das ist so ein typisches Märchen der Medizin. Das habe ich auch im Studium gelernt. Die Fälle hat man die ganzen Jahrzehnte nicht gesehen. Mhm. Und das ist ja leider etwas, was ich auch an der Schulmedizin immer wieder hart kritisiere, dass es ein Geschäft mit der Angst ist. Ja, es werden ständig irrationale Ängste geschürt, die nämlich durch überhaupt keine Studien belegt sind, die Erkrankungsrisiken, die bestehen. Und damit werden letzten Endes Behandlungen motiviert, die eigentlich gar nicht notwendig wären. Also die Mandelentzündungen, die wir haben im Kindesalter und Jugendalter, die heilen alle spätestens mit Anfang, Mitte 20 aus. Mhm. So. Und dann sind die Mandeln zwar nicht mehr schön und haben vielleicht auch keine gute Abwehrfunktion mehr, aber sie sind noch drin. Und man weiß, wenn man die Mandeln herausnimmt, das ist dann eben gerade bei der Erkältungszeit im Winter, dann gibt es ganz schlimme Halsentzündungen. Seitenstrangangina. Und zwar Seitenstrangangina, hinten Rückwand vom Rachenschlund. Mhm. Und wir wissen auch heute, dass Bronchitis, Asthma, die Erkrankungen sind wesentlich häufiger bei denjenigen, bei denen die Mandeln herausoperiert worden sind. Ein Teil des Immunsystems mal wieder. Ne? Und wenn Sie das mit den Darmkeimen sagen, finde ich jetzt ja auch so interessant, weil also 80% des Immunsystems sitzt ja im Darm. Das ist ja dann ganz schlecht für meine Tochter. Da muss ich ja ihr helfen, wieder die Darmflora schnell aufzubauen. Ne? Ja. Ja, ein anderes Thema, was mich auch noch interessiert, ist bei der Krankheit Krebs, die Medikamente, die eingesetzt werden. Was halten Sie davon? Ja, die ganzen Jahre war ja die Chemotherapie, das heißt also Medikamente, die sehr giftig sind für den Körper und für die Krebszellen, letzten Endes die Teilungsfähigkeit der Zellen beeinträchtigen und natürlich dann auch das Immunsystem sehr stark schädigen. Aber das war das Nonplusultra, muss man machen bei jeder Erkrankung, obwohl für die wenigsten Erkrankungen wirklich der Nutzen der Chemotherapie mal gesichert worden ist. Also zum Beispiel bei bestimmten Blutkrebsarten, da hat es eingeschränkt natürlich einen Nutzen, aber bei vielen anderen soliden Krebsarten wie Darmkrebs haben diese Behandlungen eigentlich nie wirklich nachweisbaren Sinn gemacht. Also man jetzt Darmkrebs, auch Lungenkrebs oder Brustkrebs auch? Also da ist die Chemotherapie differenziert zu sehen, also bei manchen Lungenkrebsarten hat es durchaus einen Sinn und einen Zweck, aber inzwischen hat ja die Landschaft sich in der Onkologie auch verändert, nämlich jetzt macht man ja wieder Immuntherapie als Neues, indem man sagt, wir müssen versuchen, die körpereigenen Abwehrmechanismen zu stimulieren und jetzt plötzlich tauchen dann Studien auf, dass man sagt, aha, wir haben unsere Immuntherapie verglichen mit der Chemotherapie und die Chemotherapie ist ja so furchtbar schlecht, die man aber jahrzehntelang als furchtbar gut dargestellt hat, auch wieder sehr interessant, dann ist das zwar jetzt durchaus ein besserer Ansatz, diese Immuntherapie,
Therapie zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer bedenklich, wenn man mit irgendwelchen Medikamenten einfach in das Immunsystem eingreift. Das Immunsystem ist ja nun mal ein grundsätzliches System, was unsere Gesundheit, unser Leben erhält seit Millionen von Jahren. Und da sind viele Mechanismen wirklich ausgereift. Und jetzt gehen wir rein und sagen, ja, wir werden jetzt mal hier punktuell an einer Stelle Chemie geben, die dazu führt, dass das Immunsystem nicht mehr sich selbst zurücknimmt, sondern dass es aggressiver reagiert. Da wissen wir eigentlich auch nicht, was das dann für Kettenreaktionen auslöst. Das ist ja nicht nur Immunsystem, die Leber. Weil wir eben nur punktuell eingreifen, aber das Ganze ist ja ein vernetztes System. Ist das nicht auch eine symptomatische Behandlung? Weil der Tumor ist doch eigentlich auch schon ein Symptom dieser Krankheit. Sie entsteht doch ganz woanders im Zellverbund. Also es ist zumindest mal eine Erkrankung, die eigentlich jetzt nur an der letzten Wiese angreift, nämlich an einem oder mehreren Tumorgebilden, die sich gebildet haben. Und wie man eben immer wieder sagen muss, der Krebs ist ja nicht die Ursache, die einen dann nachher umbringt, sondern das ist eine Todesart, eine Erkrankung. Aber wodurch ist der Krebs entstanden? Genau. Das können Umweltgifte sein, das kann die Lebensweise sein, da spielen psychische Faktoren eine Rolle. Das ist bei den wenigsten Krebsarten ja wirklich geklärt. Das heißt also, eine wirklich ursächliche Behandlung ist es nicht. Und ein Eingriff ins Immunsystem ist immer bedenklich. Langfristige Wirkungen bei diesen neuen Immuntherapien gibt es ohnehin nicht. Und das muss man eben fairerweise, wenn man so eine Behandlung jemandem empfiehlt, auch dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall besser als die Chemotherapie, wenn man das jetzt macht. Oder macht man beides? Teilweise macht man ja sogar beides. Beides, ja. Also das ist im Prinzip, wie wenn Sie Cabrio fahren und die Klimaanlage anstellen. Also Stimmt, ja. Das ist eigentlich aber es erhöht natürlich die Behandlungskosten. Ja. Was durchaus ja als Wachstum im Gesundheitswesen wieder erwünscht ist. Ne? Was ja auch so ein schlimmer Begriff ist, nicht? Also ich habe jetzt erst wieder die Zeitung aufgeschlagen, eine kleine Provinzzeitung, wo ein Krankenhaus weiter ausbaut. Große Überschrift eben, das Krankenhaus bleibt weiterhin auf Wachstumskurs und wir sollen uns alle freuen. Als Leser kriege ich doch da Angst, wenn ich das höre. Krankenhauswachstumskurs, es sollen mehr Kranke in dieses Krankenhaus sein und die sollen intensiver behandelt werden. Eigentlich ist doch Gesundheit unser Ziel, ja, sollten wir sagen. Es sollte auch Gesundheitshaus heißen oder Sanatorium, wie es früher auch oft der Name war. Ja, Krankenhaus ist an sich ja schon wirklich keine schöne Sache. Aber nochmal zurück zur Chemotherapie, man verdient ja da unglaublich viel Geld mit, ne? Ja. Immer noch. Ist die Immuntherapie auch Die ist auch sehr teuer. Ja, ja. Das sind alles extrem teure Therapien und das eben vielfach bei Therapien, wo man sagen muss, von der wissenschaftlichen Studienevidenz, der Nutzen für die Patienten ist oft überhaupt nicht ausreichend gesichert. Bei der Chemotherapie ist es ja bekannt geworden nach einigen Jahrzehnten, dass das Leben im Durchschnitt nur um vielleicht 1 bis 2 Monate maximal verlängert wird, häufig dann noch von einer schlechten Lebensqualität überschattet. Gerade bei den sehr alten Menschen, wir wissen ja auch, dass die Chemotherapie, je älter ein Mensch wird, umso mehr schädliche Effekte und umso weniger nützliche Effekte hat, eigentlich völlig sinnlos ist und oft vielen Menschen dann wirklich das verbleibende Leben nochmal richtig vergällt hat. Ja. Dass man eben sagen muss, also das war keine gute Idee und fürs Gesundheitswesen eben extrem teuer. Ja, vor allen Dingen ältere Menschen bekommen aber auch oft noch Chemotherapien, ne? Auch wenn sie um 80 sind oder um 90. Ja. Und da fragt man sich wirklich so nach dem Nutzen. Und die Statistiken zeigen ja, dass eben dadurch das Alter jetzt nicht angestiegen ist. Also zum Beispiel die Lebenserwartung in Deutschland ist nicht höher als in Großbritannien. Und in Großbritannien ist ja bekannt, dass durch dieses nationale Gesundheitssystem viele Behandlungen ab dem 65. Lebensjahr gar nicht mehr bezahlt werden. Es führt aber nicht dazu, dass die Menschen früher sterben. Okay. Was meinen Sie, wie hoch ist die sogenannte Erfolgsquote bei der Chemotherapie? Da gibt es immer so abenteuerliche Werte, die sagen ja dann, ja, 70-80%. Wir kennen das ja auch so von unserer Praxis, wo die Ärzte dann warnen, bloß nicht zum Naturheilpraktiker zu gehen oder so, weil sie hätten ja eine Heilquote von 70-80 oder 90%. Das halte ich jetzt wirklich für Also es gibt nur einige wenige Erkrankungen, wo die Chemotherapie überhaupt eine Heilung machen kann und einige wenige Erkrankungen, wo sie eine gewisse Rückbildung, die sogenannte Remission erzielen kann, ohne dass die Krankheit aber damit wirklich gestoppt wird. Sie kommt dann halt etwas verzögerter wieder, aber wo eine gewisse Lebensverlängerung drin ist. Richtig, wenn der Tumor vielleicht sehr groß ist, dass man dann so ein paar macht, dann ist das gerechtfertigt. Das aber kann dann passieren, aber eben es gibt halt viele andere Erkrankungen, bei denen es überhaupt
keinen Effekt hat und eben auch durch schädliche Effekte der Chemotherapie Leute an der Chemotherapie versterben. Ja, das muss man ja auch immer sehen. Klar. Nehmen wir ein prominentes Opfer, zum Beispiel war der frühere Außenminister Westerwelle. Der wäre zwar an der Leukämie im Spontanverlauf mit großer Wahrscheinlichkeit auch gestorben, aber tatsächlich gestorben ist er an den Therapiekomplikationen. Ja. Nichts anderes. Und er ist elendiglich daran verstorben, weil man die letzten Monate seines Lebens dann also eine Intensivstation mit Abschirmung nicht mehr verlassen kann, dann ist das eine ganz elende Situation. Und von daher, das muss man auch immer dagegen setzen. Also die Heilungsquoten in der Größenordnung, wie Sie es genannt haben, also das ist abartig, das stimmt gar nicht. Und auch jetzt bei den neueren Immuntherapien, wo die Heilungs- oder sagen wir mal die Besserungsquoten sind sie in der Regel auch nur, zwar höher sind, aber was oft nicht dazu gesagt wird, ist, dass diese Therapien nur bei 20-30% der Betroffenen ansprechen. 70-80% der Patienten sprechen eben auf diese Immuntherapie nicht an. Und wenn Sie die mit reinnehmen, dann sind die Erfolgsquoten auch nicht so besonders gut. Also würden Sie sie sehr niedrig ansetzen jetzt? Ja. Ja, also nur bei bestimmten Erkrankungen, bei vielen Erkrankungen würde ich ganz klar darauf verzichten, weil einfach... Welche wäre es denn zum Beispiel jetzt, wo Sie die Chemotherapie einsetzen, wo Sie sagen, da ist sie sinnvoll? Welche ja, wie gesagt, bei Blutkrebsarten bei beispielsweise ist es durchaus sinnvoll. Es gibt auch bestimmte... Lymphdrüsenkrebs, ne, glaube ich da. Ja, Lymphdrüsenkrebs, auch zum Beispiel beim Enddarmkrebs, der weiter fortgeschritten ist, in Kombination mit einer Bestrahlung, kann man den zum Teil so verkleinern, dass man dann noch wirklich eine Operationsaussicht hat, den Patienten zu heilen, während vorher der Tumor, wenn er so ausgedehnt ist, gar nicht mehr operabel wäre. Das sind einige Fälle. Aber es gibt eben genügend andere. Beim normalen Dickdarmkrebs, also da ist der Effekt wirklich null. Und dann kann man eben nur negative Effekte haben, weil eins passiert ja immer mit einer Chemotherapie, dass die Infektanfälligkeit zunimmt. Ja, klar. Das Immunsystem, das verschwindet. Das Immunsystem dann, ist unser Schutzfaktor. Und wenn ich das negativ durch eine Behandlung beeinträchtige, werde ich negative Effekte haben. Ja. Was halten Sie von Hyperthermie? Das kann man ja auch einsetzen bei Tumorrückbildung. Diese Überwärmung, dieses künstliche Fieber, weil Fieber brennt ja sehr, sehr viel weg. Und es gibt schon einige Kliniken, die das auch kombinieren, Chemo mit Hyperthermie. Ja. Gibt es auch einige, also die Hyperthermie kann positive Effekte haben. Studienmäßig ist das bisher halt auch nicht so besonders gut abgesichert. Aber grundsätzlich ist eben ja mal bekannt, und das wissen wir vom Fieber her, dass bei einer höheren Körpertemperatur die Effektivität der weißen Blutkörperchen, also der Abwehrzellen in unserem Körper steigt. Also wenn wir so 1 Grad mehr Körpertemperatur haben, dann agieren diese weißen Blutkörperchen etwa 4-mal so effektiv. Also das sind Dinge, wo wir eben auch das eigene Immunsystem stimulieren und das sollte man ausnutzen. Ne? Denn die eigene Immunabwehr zu unterstützen im Kampf gegen eine Krankheit, das ist natürlich das Entscheidende. Anstatt zu sagen, wir kämpfen mit Chemie direkt gegen eine Krankheit und wenn das Immunsystem dabei auch ein bisschen Schaden nimmt, dann ist das ein Kollateralschaden. Das ist kein Kollateralschaden, denn die Hauptarbeit bei einer Krankheitsbekämpfung macht immer unser Immunsystem und wir können eigentlich nur unterstützen. Das ist ja auch bei Infektionskrankheiten. Viele Ärzte glauben ja auch immer noch, wenn es eine schlimmere Infektion ist, dann müsse man Antibiotika geben und ohne Antibiotika würde man nicht gesund werden. Das stimmt ja gar nicht. Die Antibiotika können dann die Heilung etwas unterstützen, indem Keime, wenn es das richtige Antibiotikum ist, auch tatsächlich reduziert werden. Aber die Hauptarbeit auch beim Antibiotikum macht immer die körpereigene Heilung. Ja, die werden schon reduziert, aber es wurde ja in den vielen Jahren jetzt zu viel, leider zu viel Antibiotikum eingesetzt. Ja. Deswegen haben wir jetzt diese Resistenzen. Ne? Viel zu viel und heftig, vor allem viel zu lange. Es ist ja heute immer noch so, dass im Prinzip Antibiotika verschrieben werden, um eine Packung aufzubrauchen. Und dann häufig sogar N3, also mal 30 Stück zu nehmen, dass man das über 10 Tage einnimmt. Nur wenn Sie sich die Studienlage anschauen, gibt es dafür gar keine Evidenz. Also für praktisch alle Infektionskrankheiten, wenn man überhaupt Antibiotika gibt, und das ist die Minderzahl, dann 3 Tage. Und wenn nach 3 Tagen die Beschwerden immer noch da sind, ist es kein Grund, das Antibiotikum weiterzugeben, sondern absetzen. Weil nach 3 Tagen, der Körper arbeitet ja weiter. Und diese leichte Unterstützung durch die Antibiotika, da haben 3 Tage ausgereicht. Denn wenn Sie die Antibiotika wieder länger geben, dann werden ja immer die Keime, die empfindlich auf das Antibiotikum sind, noch stärker reduziert. Und das sind ja nicht nur die dabei, die uns krank machen, sondern vor allem auch viele, die wir brauchen als Abwehrbeschützer gegen die kranken Keime. Genau. Und wenn wir die
komplett kaputt machen, dann sind die Bedingungen ja viel schlechter. Also deswegen nur so kurz wie möglich Antibiotika. Das ist auch interessant, was Sie sagen, weil es wird ja genau immer das Gegenteil behauptet. Du musst diese Packung zu Ende nehmen, denn sonst passiert sonst was, dann hast du gar keine Abwehr mehr oder so. Das denke ich mal. Das ist eben dieses irrationale Geschäft mit der Angst, dass ohne wirklich wissenschaftlich haltbare Begründung häufig zu Operationen und medikamentösen Behandlungen geraten wird. Und wenn der Patient ein bisschen skeptisch ist, dann kommt sofort ein riesiges Angstszenario. Aber da kann man wieder sagen, da kann man sich auch, wenn man selbst in der Medizin nicht bewandert ist, dagegen helfen. Wenn der andere einem so ein Angstszenario macht, dann hat er keine Argumente. Und wer keine Argumente hat, dem sollte man auch nicht folgen. Ganz einfach. Ja. Weil wer seriös behandelt, wird sein Gegenüber nicht unter Druck setzen. Mhm. Und jemandem anders Angst zu machen, was alles passieren könnte, das ist nichts anderes als unter Druck setzen. Mhm. Und ein guter Behandler wird nüchtern mögliche Alternativen, auch die Alternative der Nichtbehandlung sehen und wird Ihnen zum Beispiel auch sagen, Sie haben eine Chance von 70%, dass ohne Behandlung das gut ausgeht und in den anderen 30% wird es schlecht sein, wir müssen vielleicht behandeln, dann sieht es doch für Sie schon anders aus. Dann werden Sie vielleicht sagen, na 70% Chance, dass das ohne geht. Naja, dann versuchen wir es doch erstmal ohne. Und der Behandler, der vernünftig ist, wird sagen, ja klar, versuchen Sie es ohne. Und wenn es Ihnen ein paar Tagen schlechter sind, dann kommen Sie einfach wieder zu mir. Ja. Jetzt läuft es ja anders ab. Jetzt heißt es, wenn Sie sich nicht behandeln lassen, dann brauchen Sie gar nicht mehr zu mir kommen. Ja. Das heißt also, es ist wirklich eine, muss man schon sagen, brutale Erpressung, die stattfindet. Stimmt. Das stimmt. Oder Sie sind in 14 Tagen tot. Das habe ich auch erlebt mit Patienten, wo ein Arzt immer die Patientin anrief, der dann mitbekommen hat, dass sie sich alternativ behandeln lassen möchte. Und also wie so ein Totengräber hat sie immer wieder angerufen. Wenn Sie jetzt nicht zur Chemo kommen, dann sind Sie in 14 Dann sterben Tagen Sie, dann tot. Sind Sie im Rollstuhl. Aber das sind ja alles schon einfach erkennbar, ganz durchsichtige Angstszenarien, die irrational sind, denn kein Mensch von uns kennt die Zukunft. Ja. Und die Vorhersage auch bei einer tödlichen Erkrankung, wie lange noch jemand überlebt, wenn Sie sich da mal die Treffsicherheit bei Ärzten anschauen, dann ist die nahe Null. Sie wissen es nicht. Ja. Und das ist unseriös zu sagen, Sie werden dann in einer Woche verstorben sein. Der Nocebo-Effekt. Bei einigen funktioniert er. Habe ich alles schon erlebt. Ja. Funktioniert er. Auf den Tag genau. Weil sie ihren Arzt so vergöttert hat und sagt, das stimmt, was er sagt. Ne? Was ist denn jetzt so Ihre Lösung, gerade für diese Probleme im Krankenhaus, auch gerade bei Krebs oder überhaupt, dass zu viel operiert wird? Wie würden Sie denn so Kliniken einrichten, dass sie einfach menschenfreundlicher werden und dass der Patient jetzt nicht mehr betrogen wird? Haben Sie da eine Lösung? Also grundsätzlich müssten die ganzen Kliniken mal viel, viel kleiner werden. Mhm. Also was wir jetzt haben, eine Konzentration, so wie wir das in der Industrie schon erlebt haben, möglichst immer weniger Kliniken, die immer größer werden, das macht nur bei einigen absoluten Spezialisierungen Sinn. Mhm. Ansonsten ist es ja so, es sollte eine wohnortnahe Versorgung stattfinden und da reichen eigentlich sehr gute Pflegeeinrichtungen. Die müssen auch gar nicht extrem groß mit mehreren Operationssälen ausgestattet sein. Da würde ein Eingriffsraum reichen, eine gute diagnostische Einheit, damit man eben wirklich feststellt, was jemand haben kann und vor allem eine wirklich sehr gute Pflege, die man auch personell so ausstattet, dass man von der Pflege reden kann, während heute das ja häufig mehr eine Verwahrung von Patienten ist. Nicht so viel und, Medikamente. Und wenn irgendwelche Spezialbehandlungen wie größere Operationen erforderlich wären, dann kann man diejenigen ja in bestimmte Zentren schicken. Das wird aber für die wenigsten Erkrankungen notwendig sein. Die meisten können also vor Ort gepflegt werden und haben dann ja vor allem den guten, engen Kontakt zu ihrer Umgebung. Die bekommen dann häufiger Krankenbesuche, bekommen den psychischen Zuspruch, all diese Dinge. Also das heißt, eher Pflegeeinheiten mit Diagnostikzentren dran, so Art MVZ, wie man das heute nennt, mit Betten, aber eben nicht richtige Krankenhäuser vor Ort. Aber diese Einheiten wirklich flächendeckend und dann halt irgendwo in den größeren Städten Kliniken, die man aber eben auch kompakt hält und wo man vor allem nicht diese riesigen Baukörper entwickelt, wie wir es jetzt haben, die insgesamt für Heilungsbedingungen grundsätzlich mal schlecht nicht sind. So, und dann sollte in diesen Krankenhäusern aber eben auch ein breites Spektrum angeboten werden und nicht einfach nur
Schulmedizin. Richtig, natürlich. Auch wenn wir bei bestimmten Dingen in der Schulmedizin wissen, das hilft nicht weiter, aber wir sagen, Klinik ist gleich Schulmedizin. Einige wenige Kliniken haben ja inzwischen auch so Konsequenzen gezogen, die dann zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin mit einsetzen. Genau. Mhm. Aber da gibt es ja noch mehr. Wir haben ja auch eine traditionelle europäische Naturmedizin. Mhm. Das sollte man halt auch nicht ganz vergessen. Stimmt. Ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Es würde noch so viele Themen geben. Vielleicht kann ich Sie ja nochmal einladen. Halt gerne. Also ich glaube, unsere Sendezeit ist leider um. Schön, dass Sie da waren, Herr Dr. Reuter. Ich bin jetzt also wirklich erstaunt. Sie haben einige Sachen gesagt, die ich also absolut nicht wusste und ich denke, unsere Zuschauer auch nicht. Und ich bin ja schon gespannt, ob Sie noch ein drittes Buch schreiben. Also Ihre beiden Bücher würde ich natürlich auf jeden Fall empfehlen. Dankeschön, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, das war's wieder von Sabine Lienek TV. Schön, dass Sie zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.